Vielen Dank, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen. Eine neue Traumwoche. Vielen Dank. Und jetzt steht einem... Vielen Dank, jetzt steht einem absolut massiven und dauerhaften Frieden nichts mehr im Weg. Der Einsatz unserer Bundeswehr hat begonnen. In einer hochmodernen, brandneuen Transall-Maschine sind unsere Jungs zunächst mal in die Türkei geflogen und haben dort 8.800 Wolldecken hingebracht. Oder waren es 8.800 Tonnen Wolldecken? Tonnen? 8.800 Tonnen Wolldecken. 8.800 Tonnen Wolldecken, die dann in der Türkei umgeladen werden und dann weiterhin in die Gebiete, wo sie gebraucht werden. Und ich habe gesagt, das ist eine tolle Idee, oder? Denn wenn unsere Jungs schon in der Türkei zwischenlanden, können sie auch gleich dort die deutschen Panzer reparieren. Der Transport der Wolldecken sollte schon früher losgehen, aber es hat sich verzögert, weil die Grünen wollten erst sicherstellen, dass die Wolle aus artgerechter Haltung stammt. Dann heute, Deutschland kann so viel für den Frieden jetzt tun. Große Afghanistan-Konferenz auf dem Petersberg. Wir haben letzte Woche schon exklusiv, weltexklusiv darüber berichtet. Und in Afghanistan, Sie wissen, das soll eine Übergangsregierung gebildet werden. Das heißt bei uns Rot-Grün. Aber alle Beteiligten haben gesagt, jawohl, wir reisen an. Und das ist für viele in Königswinter unterhalb des Petersbergs neu, denn dort kennt man sowas nicht. Da sind sogar die Rosenverkäufer noch deutsch. Guten Abend. Wollen Sie Rosen kaufen? Dann unsere chinesischen Nachbarn. Das Land, das unmittelbar an uns angrenzt, China, hat einen fantastischen Plan für die Zukunft. Sie wollen zum Mond. Eine sinnvolle Einrichtung, das kann man nur unterstützen. Und man muss sagen, Kompliment, liebe Chinesen. Immerhin seid ihr die Ersten, die das schaffen wollt, ohne die Hilfe von technischen Experten aus dem Bereich der Ex-Nazis. Helmut Zerlett und Apollo 15. Zwei atemraubende Gäste heute Abend. Zum anderen eine junge Juristin und Schriftstellerin hat das Buch geschrieben, Adler und Engel, hymnische Kritiken. Absolut. Überall in der Presse, auch in einem kritischen Teil unserer Presse. Heute haben bei uns eine ausgebildete Juristin, die in der Lage ist, einen Roman zu schreiben. Das hat man nicht oft. Die meisten Schriftsteller sind ja Ärzte. Mhm. Die besten sind eigentlich drogensüchtige Ärzte. Morphinisten. Die Morphinisten unter den Ärzten sind die größten unter den deutschen Lyrikern. Wer denn? Ben. Mhm. Da hat sich ja alles reingepfiffen. Also ziemlich viel, sag mal so. Muss aufpassen, dass er nicht die Erben und diese eine Frau, die jetzt immer diese Briefe schreibt, die 92er, die noch lebt in Berlin. Mhm. Nicht, dass es da einen Brief kommt, weißt du? Mein Onkel hat nie Kokain genommen oder so. Ja gut, aber er hat das eine oder andere mal probiert. Aus künstlerischen Gründen. Das tut unsere junge Künstlerin nicht, oder doch? Nein. Nein, keine Drogen, nein, nein, nein. Obwohl sie Juristin ist. Heute Abend bei uns Juli C. Und mein zweiter Gast ist der kommende Superstar des erfolgreichsten Senders im Bereich Young Event Collection, Music Power and Development Consulting Television, bekannt als Viva, oder heißt es jetzt Viva Media, der Sender? Viva AG. Viva AG. Viva AG, die Viva Young Development Consulting Powerhouse Music and Light Family. Das ist alles schafft Viva, falls Sie das noch nicht gemerkt haben, wenn Sie den Sender anschauen. Und er ist, man kann eigentlich sagen, er ist der Gottschalk für die Jungen. Absolut. Ja. Thomas Gottschalk der Zukunft, heute Abend bei uns, noch bekannt als Oliver Pocher. Der erste Satz in diesem Roman heißt: Sogar durch das Holz der Tür erkenne ich ihre Stimme, diesen halb eingeschnappten Tonfall, der immer klingt, als hätte man ihr gerade einen Herzenswunsch abgeschlagen. Berühmt.
erste Sätze. Absolut. Erste Sätze sind wichtig in Romanen. Wir sind ja eine Sendung, die sich hier um die Pflege der deutschen Sprache kümmern tut, weil wir feststellen, unsere Sprache versifft. Eine schöne Überleitung, denn es geht um das Siebengebirge. Wir sollten auch mal das Riesengebirge durchnehmen, finde ich. Ach stimmt, das ist ein Lied. Oh du mein Riesengebirge. Das kam ja auch gestern bei Wer wird Millionär. Hast du Wer wird Millionär gestern gesehen? Leider gestern nicht. Das kam nämlich, wo liegt der kahle Asten? Und dann hat der Kandidat gesagt, Riesengebirge statt Rothaargebirge. Das Rothaargebirge? Das hätte ich auch nicht gewusst, ja? Echt? Hättest du nicht gewusst? Er kennt es immer nur von der Wettermeldung. Wenn wo liegt der kahle Asten, Elbsandsteingebirge, Rothaargebirge, Riesengebirge und das vierte weiß ich nicht mehr. Ja, nee, vielleicht hätte ich es geraten. Echt? Ja, kahle Asten ist doch immer Schnee, wenn hier schon die Blumen blühen. Ja, genau. Das ist doch unser großartiger 400 Meter hoher Berg in Nordrhein-Westfalen. 848 Meter hoch. 41. 41 Meter hoch. Der zweithöchste Berg Nordrhein-Westfalens. Der zweithöchste Berg Nordrhein-Westfalens. Wie ist der höchste Berg Nordrhein-Westfalens? Bitte? Wie ist der höchste Berg Nordrhein-Westfalens? 843 Meter. Wo? Langenberg, direkt daneben. Ach, das ist ja auch Sender Langenberg. Ganz genau. Bekannt durch Tonausfall. Ja, genau. Ja, das wird immer gesagt. Im Bereich des Senders Langenberg können Sie uns jetzt nicht hören. Ich frage mich, warum sagt man das eigentlich? Wenn ich nicht dort wohne, ist mir das wurscht. Ja. Und wenn ich dort wohne, kann ich es ja nicht hören. Genau. Hey, WDR, stellt mal das Glas weg, wenn ich zu euch spreche. Lasst bitte den Satz, im Bereich des Senders Langenberg können Sie uns gerade nicht hören, in Zukunft weg. Brauchen wir nicht mehr. Also das Siebengebirge. Wir haben im Rahmen der Sicherheitserklärungen ist unser Petersberg international sicher und er ist fantastisch. Ein riesengroßer Tisch und Fischer spricht und alle anderen hören zu. Es ist ein Traum, ein wirklicher Traum des Friedens. Und wir haben, Herr Andrak war der Meinung, das Siebengebirge heißt Siebengebirge, weil es sieben prominente Berge dort gibt. Nämlich den Ölberg, den Petersberg, den Lorberg, den, und so weiter. Und wir haben uns tausende von E-Mails und Faxe erreicht. Ich kann hier nur die besten vorlesen, weil ich war der Meinung, es kommt aus dem mittelhochdeutschen Siffen. Regnen. Nicht ganz falsch, aber leider natürlich auch nicht ganz richtig. Nämlich, er schreibt uns zum Beispiel Heinzi Besserwiss. Ralf Bothe schreibt, der Name stammt vom Wort Siefen, feuchtes Bachtälchen oder von der Zahl der sieben Hauptberge des Siebengebirges. Er weiß es auch nicht sicher. Nee, ja? Die meisten wissen es nicht sicher. Bitte? Die meisten wissen es nicht sicher. Die meisten wissen es nicht sicher. Ölberg, Petersberg, Drachenfels, Lorberg, Nonnenstromberg, Perlenhardt und Stenzelberg. Das sind die sieben bekanntesten Gebirge. Im Grunde wie Mount Everest, K2, Nanga Parbat. Mont Blanc. Mont Blanc ist ja kein Himalaya-Berg. Ach so, nee, ja klar. Ja. Und man muss alle Berge des Siebengebirges mal gemacht haben an einem Tag ohne Sauerstoff, um die goldene Ehrennadel des Alpenvereins der Harald-Schmidt-Show zu bekommen. Ohne Träger. Ich gehe auf den Drachenfels mit zwei Sherpas hoch. Auf den Esel, ne? Nein, Sherpas. Ich habe auch ein Basislager am Abend vorher, um mich an die Texte zu akklimatisieren auf den Schildern. Größte Bockwurst am Rhein. Steht da immer noch. Steht da immer noch. Oh, ja. Das ist so toll, ja. Das sind ganz toll. Da sind die 50 Jahre noch okay. Absolut. Mit dem Esel zum Drachenfels. Wollten wir auch mal machen. Haben wir das schon mal gemacht? Nee, das wollten wir mal machen. Wir machen mal. Mit dem Bötchen nach Königswinter. Bötchen das wäre jetzt Königswinter. Sehr aktuell eigentlich. Aber die KD fährt jetzt im Moment nicht. Ja. Und dann hoch, entweder mit Zahnradbahn oder mit dem Esel. Auch schön. Ja. Mit Zahnradbahn ist auch toll. Ja. Das habe ich noch nicht gemacht. Bin nur gelaufen. Immer. Aber mit Sherpas und angeseilt. Ja, ist klar. Also wie gesagt, der Name leitet sich von Siefengebirge ab, was ein Gebirge mit Taleinschnitt. Ich glaube, das mit dem Tal und mit dem feuchten Bach, das ist doch das Richtige. Das schreibt uns auch Oliver Müllenbach aus Bonn. Entweder heißt das Siebengebirge also tatsächlich Siebengeberg, Mittelalter, im Sinne von Siebenberge, oder Siebengebirge im Sinne von Läutergegirge. Was soll das denn heißen? Vielleicht auch Comedy-Autor, der uns reingelegt hat. Und wir haben das, meine Damen und Herren, ist nicht Kandahar, sondern das Siebengebirge. Und zwar, wenn man alle Berge zusammenzählt, erhöht sich der Anteil auf 40 bis 50 Bergkuppen, die nicht so deutlich sichtbar sind. Das würde mich natürlich auch interessieren, wie die heißen. Vielleicht können wir das nächste Mal machen. Ja. Die 50 Bergkuppen, von denen 43 nicht sichtbar sind, aus dem Siebengebirge. Für viele Wanderer ist das eine schöne Idee. Allerdings sicher kann man sich nicht sein, Seite 2 von 2. Oh, was? Auch die Herkunft des Namens Eifel ist bis heute nicht geklärt. Ach. Das wusste ich auch nicht. Nee, wusste ich auch nicht. Man sagt so leichtfertig,
Der fährt in die Eifel und weiß gar nicht, wo das herkommt. Und dann unser Mitarbeiter A. Tenhaus. Die Namensgebung Siebengebirge ist aus etymologischer Sicht zu betrachten. Wortstamm ist Siepen. Siepen, der germanische Ursprung für Täler. Siepen kommt im Rheinland auch häufig als Bestandteil von Orts- und Eigennamen vor, zum Beispiel Mühlensiepen, der mit den Tabakwaren. Mhm. Ist es ein Geschäft? Ja. Ja, Mühlensiepen, das tolle Tabakwarengeschäft. Gibt es noch andere Tabakwarengeschäfte? Nicht, dass ich mich dem Bereich des Product Placements strafbar mache. Ich weiß auch nicht, wie die heißen. Kiosk, Bütchen. Ja. Mal bis morgen ein paar Tabakgeschäfte recherchieren, damit wir uns nicht dem Bereich der Schleichwerbung nähern. Sonst kriegen wir einen Anruf vom ZDF, ob wir nicht eine Show darüber machen können. Siefen und Seifen ist die hochdeutsche Variante. Und Siepen, und das wird Sie interessieren, wenn Sie in Hamburg wohnen, hat anders als Pens den Sprung in die heutige rheinische Umgangssprache nicht geschafft. Tja. Denn Pens heißt was? Kinder. Kinder. Ein tolles Wort für Kinder. Pens. Die Pensen ob der Straße. I-Dötzje. Ja, das ist was anderes. Erster Schultag. Genau. Pens sind begeistert. So typische Schlagzeilen in Kölner Zeitungen. Während ich finde das schön. Ja. Während andere Zeitungen Schlagzeile bringen wie Atombombe auf gezündet. Kölner Zeitungen. Pens freuen sich über Winter. So. Das haben wir also damit geklärt. Absolut. Ich hatte dir schon die Flasche Shampoos mitgebracht, aber du hast ja auch nicht recht gehabt, ne? Nee, lass sie stehen. Ja. Man kann die immer brauchen. Ach, genau. Vielleicht ergibt sich heute eine Spontanwette. Okay. Oder so. Wie viele Folgen die Olli Pocher Show haben wird, bevor sie vom ZDF gekauft wird. Auf Viva Media Consulting Power You Music Sender. Wer ist das hier? Das ist Béla Réthy. Das ist Béla Réthy. Warum liegt Béla Réthy hier? Weil er heute das Spiel kommentiert hat. Meine Damen und Herren, der FC Bayern München, das muss man sagen, der einzige Verein, der nie negative Schlagzeilen produziert. In diesen Tagen, wo viele einiges wegstecken müssen an schlechter Kritik, ja, der FC Bayern nur positive Schlagzeilen. Heute Mittag um 0.51 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Gegen die Mittagszeit? Mittagszeit? Was? Mittagszeit. Was? Wann? Mittagszeit. Als wir zu Tisch waren? Ja, genau. Ja, wir sagen ja noch zu Tisch. Ja, genau. Herrn Andrak, bitte, der ist gerade zu Tisch. Mahlzeit. Richtig, deutsche Firma. Mahlzeit. Herr Andrak ist gerade zu Tisch. Genau. Da holte der FC Bayern zum Glück durch ein Tor durch Sami Kufur den Weltpokal. Herzlichen Glückwunsch. Es war das Tolle an diesem Spiel heute Nachmittag, Weltpokalspiel, Boca Juniors, Bayern München, dass man einen Vorgeschmack bekommen hat, wie toll die Weltmeisterschaft nächstes Jahr in Japan und Korea werden wird. Oder? Tolle Farben in den Bildern. Tolle Farben in den Bildern, Megaton und Riesenstimmung in den Stadien. Super Stimmung. Und eine tolle Uhrzeit, um Fernsehen zu gucken. Ja, also ein Fußballfest für alle Freunde des Fußballs. Kommentiert vom Superstar des ZDF in Sachen Fußballkommentar. Béla Réthy und dieser charmante junge Herr, wir haben uns vor einiger Zeit schon mal die Frage gestellt, ob er eine leichte Tönung in sein Haupthaar reibt, ob er die Haare gar gefärbt hat. Und wir haben versucht, das rauszukriegen. Was war das Ergebnis? Dass der ZDF-Zuschauerservice sagt, sie wüssten es auch nicht, wir sollten ihm aber einen persönlichen Brief schreiben, dann wird er bestimmt diese Frage beantworten. Da haben wir angerufen beim ZDF-Zuschauerservice. Ja, genau. Sind die freundlich? Ja, sehr. Also, sehr jetzt nicht, also die Bestnoten kriegt wirklich, also ganz ehrlich, immer der Sat.1-Zuschauerservice. Obwohl die nur beschimpft werden überwiegend. Bei Sat.1. Nein, ist das nicht so? Nein. Ich dachte, müssen Sie sich viel Kritik anhören und so. Nein, weswegen denn? Unsertwegen zum Beispiel. Ach ja, nein? Nee, das ist aber vorbei, die Zeit mit den großen Beschwerden. Nee, vorbei. Nee. Ja, und ZDF? Ist okay. Picobello, freundlich, ja. Toll. Mhm. Und die haben gesagt, wir sollen ihm schreiben. Ja. Dann schreiben wir ihm schnell. Jetzt schnell noch? Ja, ja, du kannst ja jetzt schnell, du hast so ein Schreibprogramm in deinem Computer, oder? Ja. So ein, damit also, auch, so ein Fax-Ding. Fax, ganz toll, was für tolle Fax-Vordrucke wir im Computer haben. Das ist schon was Tolles. Also an Béla Réthy, oder? Béla, muss man nicht schreiben, Herrn Béla Réthy? Ja, das ist ja erstmal an. Das kann man also, gleich, sehr geehrter Herr, oder? An to Béla Réthy, ja. Zu Händen Béla Réthy vielleicht. Nicht, dass es einer. Ach so, nochmal? Klaut. Ne, unten steht er zu Händen. Ja. Béla Réthy. Persönlich, Klammer. Faxnummer. Da können wir aus Datenschutz jetzt nicht durchkommen, oder? Doch, das ist aber doch.
Wir können die Faxnummer von Bela Reti durchgeben. Ja, das ist ja... Ja, ja, aber nicht das dann. Das ist ja nur eine Faxnummer. Das ja, aber du weißt doch, das sind 50.000 Scherzbolte, die ihm heute Nacht einen Fax schicken. Der hat doch bestimmt noch dieses Rollfax, weißt du, was so nach einer Stunde unleserlich wird. Das ist doch nicht bei dem zu Hause, das ist irgendwo im ZDF. Deswegen. Ach so. Hi Bela. Na, ist vielleicht zu locker, ich kenne ihn ja nicht. Ach so, ja, ich hab schon... Sehr geehrter Herr Reth. Reti. Sehr geehrter Herr Reti, haben Sie die Haare gefärbt? Fragezeichen. Was das? Mit freundlichem Gruß. Oder IA. Du musst, um es amtlich zu machen, zu schreiben, im Auftrag. Das ist ja natürlich jetzt eine rechtliche Frage. Willst du es wissen? Oder in meinem Auftrag. Oder wir schreiben Harald Schmidt, Klammer, Diktat fernmündlich. Nee, das geht nicht. Ich mach das andere dann weg. Boah, wieso? Ich finde, IA, Manuel Andrack, wirkt professioneller. Alles klar. Das andere wirkt so, ich weiß nicht, irgendwie so, fast privat. Ja, im Auftrag. Schick mal gleich ab. Ja. Sehr geehrter Herr Reti, haben Sie die Haare gefärbt? Mit freundlichen Grüßen im Auftrag Manuel Andrack. Das geht heute noch weg? Ja, selbstverständlich. Kannst du das aus deinem Computer da hinschicken? Geht das? Bestimmt, aber ich kann das nicht. Nee. Du kannst es nicht. Ich könnte es auch nicht, aber ich staune, was Leute alles kennen. Habe ich jetzt Intercities gehört. Leute, die so morgens drin sitzen und so den Knopf im Ohr haben, dann, ja, ich habe das Weber gesagt. Nee, da mache ich Druck. Ja. Und dann kommt immer der Satz, na gut, entscheiden können wir das eh nicht. Ich glaube, wer im Intercity Knopf im Ohr so redet, Loser. Winnertypen fahren gar nicht Intercity oder schlafen. Ah. So eine Platzreservierung ist was Geiles im Intercity, habe ich jetzt festgestellt. Ja, du hattest keine, ne? Das wird in hochmodernen ICs wird das jetzt schon elektronisch eingegeben und leuchtet auf. Ach so, über den Sitzen meinst du? Ja, ich habe jetzt geschlafen von Berlin bis Hannover, da musste ich aufstehen, dann kamen so ein paar Loser rein, haben mich verjagt. Dann habe ich noch mal gepennt von Hannover bis Bielefeld. In der gleichen Klasse oder musst du in die zweite? In die gleiche Klasse. Ah, ja. In die gleiche Klasse. Da wurde ich noch mal verscheucht von so einem, der hatte so einen nikotingelben Kinnbart. Sehr eklig, montags früh. Und dann ging ich in den Speisewagen bis Hamm. Hamm in Westfalen. Ja, ich habe gerade überlegt, ob Hamm nicht vor Bielefeld kommt, aber du hast recht. Wieso Bielefeld kommt Hamm nicht? Es kommt darauf an, von wo nach wo du fährst. Ja, ich Haben wir das geregelt jetzt alles? Absolut. Ja, war das zu vertrödelt? Nein. Nein. Es hatte die Zeit, die es braucht. Aber jetzt müssen wir die Mats zeigen, unbedingt. Jetzt, meine Damen und Herren, eine Sensation. Sie alle haben Wer wird Millionär am Samstag gesehen. Unser großartiger Freund und Autor Markus Paslik war da. Und viele werden sagen, wieso, ich habe ihn nicht gesehen. Das ist Ihr Problem, denn er selber hat alles aus sich rausgeholt, wie wir jetzt noch einmal dokumentieren. Wer wird Millionär in der Krise? Unsere Sendung hat im Moment die Seuche. Weiß Gott, Herr Jauch. Immer doofere Kandidaten scheitern an immer dooferen Fragen. Wir sitzen bei der 200-Mark-Frage. Sie sehen die eingeblendet und Sie sehen auch Frau Rohrmoser. Und Frau Rohrmoser hat gesagt, sie traut maximal 17% hier unseres Publikums und hat sich für Antwort A entschieden. Zucker und Salz. Also Rheinland-Pfalz ist es nicht, Butter und Schmalz ist es nicht. Es ist aber Hopfen und Malz, Frau Rohrmoser. Und das ist damit... Null. Verloren. Verloren. Wir sind auf Null. Blondinenkegeln bei RTL. Wie bezeichnet man Wandmalerei auf feuchtem Kalkputz? Fiasko? Fresco? Fiesta? Oder Frisco? Wandmalerei auf einem feuchten Kalkputz. Das sollte De Frisco sein. Erbärmlich. Sie sehen mich verzweifelt. Verständlich, Günther. Doch einer war entschlossen, das zu ändern. Angetreten, einer Nation ihren Bildungsstolz zurückzugeben. Unser Kollege Markus Paslik,
Ein Mann, der sich nicht scheute, sein universelles Allgemein- und Spezialwissen für Deutschland in die Waagschale zu werfen. Am vergangenen Samstag bei Wer wird Millionär? Harald Schmidt und sein Team waren sich sicher. Wir setzen auf dich. Leichtfüßig und souverän würde Paslik durch die 15 Fragen tanzen und einen fassungslosen Günther Jauch mit seinen blitzgescheiten Antworten düpieren. Die neue Chance für 10 neue Kandidaten. Hier sind Markus Paslik aus La. Das Problem war nur, Paslik kam gar nicht erst auf den scheiß Stuhl. Ausgerechnet an diesem Tag schraubte man den Schwierigkeitsgrad der Initialfragen in unmenschliche Höhen. Achtung, die Aufgabe. Sortieren Sie diese starken Männer im Kreml nach ihrem Geburtsjahr von alt nach jung. Und los ging es. Während die anderen hirnlose Zufallskombinationen in die Eingabegeräte hackten, tippte Paslik hier links im Bild gewissenhaft ein, was er wusste. Ergebnis: ein schäbiger dritter Platz. Dann ordnen Sie diese Julia Roberts Filmerfolge chronologisch. Paslik kämpfte, versuchte alles. Ergebnis: er hatte alles falsch. Frau Altmannsberger hatte alles richtig. Doch es gab eine dritte Chance. Ordnen Sie diese afrikanischen Staaten aufsteigend nach ihrer Bevölkerungszahl. Die anderen hackten wieder auf Verdacht rein. Pasliks kristallklarer Verstand arbeitete systematisch. Ergebnis: er hatte alles völlig falsch. Franz Lauberger hatte alles richtig. Doch es gab eine vierte Chance. Ich weiß nur so viel, so viele Kandidaten hatten wir in einer Sendung noch nie. Denn jetzt kommt schon wieder einer mit dieser Aufgabe. Ordnen Sie diese berühmten Museen Europas geografisch von West nach Ost. Paslik stand kurz vor der Explosion. Er saß fast alleine. Mittlerweile war so gut wie jeder im Studio schon mal vorne. Jetzt musste es gelingen. Ergebnis: wieder alles komplett falsch. Ralf Kotschka hat es am schnellsten und am richtigsten. Tja, das war's. Markus Paslik wurde offensichtlich betrogen. Frau Altmannsberger scheiterte übrigens am Fallschwanzlöwen. Nein, ich nehme den 50-50-Joker. Wow, das ist gemein. Also Tiger kommen ja in unseren Gebieten überhaupt nicht vor. Tja, demzufolge nehmen wir den... den Löwen. Den Löwen. Zederlöwe. Und Herr Lauberger scheiterte auch. Welche Bedeutung hat die Redewendung up to date? Pünktlich, spätestens, vorläufig oder zeitgemäß? Das ist Antwort A, pünktlich. Das wäre Markus Paslik nicht passiert. Pfui, RTL. Wenn man die Besten nicht auf dem Stuhl haben will, dann sollte man sie gar nicht erst einladen. Eine persönliche Entschuldigung bei Herrn Paslik wäre jetzt wohl das Mindeste. Ja, aber es geht weiter. Es geht weiter. Nämlich Helmut Zernet war Telefonkandidat für Rezzo Schlauch beim großen prominenten Wer wird Millionär bei RTL. Gestern aufgezeichnet, das darf man sagen. Es wird ausgestrahlt am Donnerstag. Genau, genau. Und wir hatten vorher überlegt, ob man schon ein bisschen was erzählen kann, ohne was zu verraten. Und ich glaube nicht. Man kann nicht erzählen. Wir hatten überlegt, ob man erzählen kann, ob Helmut reinkommt oder nicht. Aber man kann es nicht sagen, denn wer von uns weiß, ob das Genie, das Hirn der grünen Rezzo Schlauch, locker 1 Million holt, ohne überhaupt einen Joker zu brauchen? Exakt. Und deswegen kann man auch nicht sagen, warst du dran oder warst du nicht dran. Am Donnerstagabend wird Rezzo Schlauch es auf den Stuhl schaffen und wird er Helmut Zernet anrufen, um ihm eine Frage zu stellen. Ja, der hat ja auch noch bestimmt viele andere Joker. Eben. Telefonjoker. Donnerstagabend wissen wir mehr. Und das Rezzo Schlauch in dieser Nervenbelastung. Wochenende Parteitag der Grünen und am Montag die Aufzeichnung. Und auf dem Grünen Parteitag war auch unser Abgeordneter Dr. Udo Brömme. Er hat einen Exklusivbericht für Sie in Arbeit. Morgen zeigen wir Ihnen sensationelle Details, eine kleine Einstimmung. Die Nation am Scheideweg. Rostock, die Schicksalsstadt dieser Tage. Jetzt kann nur noch Dr. Udo Brömme helfen. Die Grünen in Aufruhr. Senioren am Rande des Nervenzusammenbruchs. Chaoten gefährden unsere Freiheit. Dies und noch viel mehr morgen in Dr. Brömme und das Grauen von Rostock. Der erste Gast hat demnächst eine eigene große Samstagabend-Show auf Viva. Herzlich willkommen, Oliver Pocher.
Samstagabend bei Viva. Ja, wie viel Uhr? Das wissen wir nicht genau, 20 oder 21 Uhr. Wie lange wird die Show sein? Eine Stunde. 60 Minuten? 60 Minuten. Was wird in dieser Show passieren? Das wissen wir noch nicht so genau. Also wir schauen einfach mal, wie wir halt wir senden und es wird Werbung geben und das steht schon fest. Das ist ja schon mal was. Ja. Ja. Du wirst die Show auch selber produzieren, wie das bei jungen Moderatoren. Wir hatten neulich Alex Bechtel hier. Sie hat Hasi TV, TV Hase, wie heißt es? Hasen TV. Hast du auch eine Firma? Wir sind gerade auf dem besten Wege, das zu gründen. Ja. Wie heißt die Firma? Wir haben noch keinen wirklichen Namen. Es gab verschiedene Vorschläge. Meine Mutter wollte gern was Lateinisches haben, um was Intellektuelles zu haben. Ich wollte Gaswasser Scheiße TV, irgendwie sowas in der Richtung. Fäkalsprache, ich weiß. Würde ich nicht machen. Nee. Was hat deine Mutter vorgeschlagen? Das weiß ich gar nicht mehr so genau. Den Zettel habe ich weggeschmissen. Aber so ein Fäkalsprache-Titel ist nicht so gut, weil es ist ja auch ein Geschäftsvorgang. Das ist es nämlich, habe ich mir auch gedacht. Und jetzt schauen wir einfach mal. Pocher Entertainment, irgendwas Großes oder so. Pocher, Oliver Pocher oder TV. Die Entertainer, irgendwie, keine Ahnung. Was? Die Entertainer, das musst du ja dann rechtlich absichern lassen. Das wird, hat bestimmt schon einer. Du kannst zum Beispiel OP-TV machen, Oliver Pocher oder so. Das stimmt. OP-TV oder OPO. Ja, dann willst du OPO-Fernsehen. Dann willst du Sat.1 kaufen als eine Arztshow oder so halt. Das ja, ist auch scheiße. Also das heißt eigene Firma. Eigene Firma. Also mit Brainpool zusammen und die zahlen die Kohle, ich bringe das Know-how mit rein. Ja, so ungefähr. Verstehe, verstehe. Das ist auch genau die richtige Kombination. Okay, ein kleiner Insider. Das heißt, die Firma gehört dann im eigentlichen Viva selber, dem großen Nein. Konzern? Nein, es wird so 50%, also 50-50, also es wird eine GmbH dann immer gegründet. Ja. 50% Gesellschafter bin ich, 50% sozusagen Brainpool und dann ist man Gesellschafter, Geschäftsführer und aber wird von der Gesellschaft auch nochmal als Moderator eingestellt. Verstehe. Das heißt, der Sender stellt dich nicht bei. Das sind jetzt so ein paar Internas, aber das sind wichtig für junge Kollegen, die in die Branche wollen. Man schließt ja immer leichtsinnigerweise Verträge mit den Sendern ab und dann ist man der Gelackmeierte. Nein, es geht darum, die Wertschöpfungskette. Es wird ja sicher auch einen Fanartikel dann von der Show geben. Eine eigene Zeitung, gleich mit der ersten Show oder erst später? Ja, wenn wir das Geld wieder drin haben, dann versuchen wir das bestimmt. Nein, keine Zeitung, ja. Also ganz normal. Halt. Ganz normal, okay. Ja, gib uns doch mal einen Tipp. Ich meine, werden da Gäste kommen, gibt es Wetten, gibt es Musik? Ja, wir werden ja mehr oder weniger dann auch, das wird natürlich wiederholt werden, aber werden natürlich in der Erstausstrahlung gegen Wetten, das und Wer wird Millionär bestimmt das ein oder andere Mal laufen. Ja. Das werden die anderen merken. Und natürlich, ja klar. Ja, also wir werden einfach, es wird eine ganz normale Comedy-Sendung werden. Mein Anspruch ist, die erste lustige Sendung für Viva zu machen. Da ist die Messlatte sehr niedrig. Und schauen wir mal. Toi, toi, toi. Es ist ein harter Sendeplatz, aber du kannst nur gewinnen. Das stimmt. Das ist ja auch das Gute, weil man keinen Quotendruck erstmal hat. Man kann sich erstmal etablieren. Trotzdem warst du noch mal im Urlaub, um dich zu erholen, um dich für diese lange Strecke zu präparieren. Wo warst du im Urlaub? Ich war in Italien im Urlaub. Wo in Italien? In Montepaone Lido. Wo ist das? Ein kleines romantisches Örtchen mit einem Hotel, so kurz vor Sizilien, also noch auf Italien. Lido heißt immer Strand. Das habe ich dann auch mitbekommen. In Italien. Ja, was war das für ein Urlaub? Hotel? Ja, es war so ein All-Inclusive-Urlaub halt. Und wir hatten ursprünglich vor, wir brauchten was Günstiges. Das Problem war, es waren Herbstferien zu der Zeit, ich konnte aber nur in der Woche. Von daher musste man schon mit den überteuerten Preisen leben. Ja. Und wir hatten ursprünglich eine Reise in die Türkei. Ja. Schon safe. Und dann ist uns unser Veranstalter bzw. die Fluggesellschaft Anatolia Air abgesprungen. Abgesprungen. Ja. Was heißt das im weitesten Sinne abgesprungen? Anatolia Air. Ja, wir haben uns auch schon gedacht, wie wird das wohl? Gibt es dann nur Stehplätze? Wird da ein Schaf geschlachtet während des Fluges oder so? Lass das mit der Barberseite. Anatolia Air kannte ich bisher nicht, aber ist eine einwandfreie Fluggesellschaft, sonst hätten sie keine Zulassung. Bei denen hattest du gebucht? Ja, ich habe dann später herausbekommen, dass das so eine Fluggesellschaft ist, die immer diese Flüge erstmal bzw. Reisen anbietet und dann erst guckt, ob sie überhaupt eine Starterlaubnis kriegen. Und ist das wirklich wahr? Ja, und wenn sie die nicht kriegen, dann gibt es halt die Reisen nicht. Warum hast du bei denen gebucht? Weil sie günstig waren? Ich war in Düsseldorf am Flughafen und da haben die gesagt, das ist super toll und ganz sicher und das kann man machen und das wird klasse und reingefallen. War das eine Last-Minute-Reise? Last-Minute.
Ach so, du standest schon am Flughafen und wolltest eigentlich in die Türkei. Es gab nichts mehr anderes, also dann nur 10 Tage oder wieder ja. Nur 2 Wochen. Oder und dann musstest du dich umentscheiden, Italien. Dann hatten wir noch ein Angebot Italien, da haben wir ja. Ein sogenanntes Glückshotel gebucht. Ja. Was heißt das? Das heißt ja dann, es gibt ja Glückshotel, blaue Reise, da weiß man nicht, in welches Hotel man mehr oder weniger kommt. Man weiß nur die Kategorie. Wie viele Sterne? 4. Also da kann eigentlich nicht schief gehen, oder? Eigentlich nicht, ja. Ja. Ja, wieso? War es nicht gut? Ja, war nett halt irgendwie. Es war ein Animationsprogramm. Verstehe. Also die haben alles gemacht. Also die haben, mussten dann mit den Leuten auch immer essen und haben einen auch am Strand aufgefordert, auch ganz unauffällig, wenn man so irgendwie gerade gelegen hat mit Grande Oliver, con Partyspiel! Irgendwie eine... Irgendwie. Italienische Amateure? Ja, so, Animateure? Ja, genau. Ach so. Die so Grande, con Oliver, Partyspiel! Und so die ganze Zeit sowas in der Richtung zu machen. Und das ging ja etwas auf den Sack dann auch. Was man denen dann auch zu verstehen gegeben hat. Ja. Irgendwie. Sagt man das so direkt oder... Ja. Ja. Wie reagieren die? Die verstehen es ja meistens nicht. Das ist ja das Problem. Ja. Ja, das ist auch sehr schön, wenn man in Italien irgendwas versucht, auch zu wollen. Also es war zum Beispiel so, es gab trotz des 4-Sterne-Hotels nur einen Fernseher. Ja. In einem Aufenthaltsraum, wo man natürlich auch Satellitenschüssel, alles vom Feinsten und so hatte. Und dort wollten wir gerne RTL mal schauen. Weil sämtliche Sender von Sat1, Pro7, RTL, 2 Super RTL waren alle das, fehlte nur RTL auf dieser Liste. Man kann allerdings nicht, weil der doofe Deutsche ja natürlich dann immer wild durch die Gegend zappt, nicht selber bestimmen, was man gucken will, sondern man muss zur Rezeption wieder gehen, um Bescheid zu sagen, was man gerne gucken möchte. Ja? Ja. Wir sagten also, Entschuldigung, scusi, ja? Können wir gerne mal RTL schauen? Steht der RTL auf der Liste? Und wir so, nein, steht nicht drauf. Dann haben wir da auch nicht. Ja? Aber vielleicht kann man ja mal gucken. Nein, können wir nicht gucken. Und wenn man dann weiter fragt, dann kommt irgendwann der Satz, ist so. Warum kann man da nicht was anderes gucken? Ist so. Wenn man dann den Chef sprechen möchte, verkümmert das Sprachzentrum der Italiener so sehr, dass sie gar keine Sprache mehr können. Ja? Entschuldigung, kann ich mal den Chef sprechen? Es spricht keine Deutsche. Und dann gehen die auch weg und machen irgendwas anderes. Aber warum gibt es ausgerechnet den Marktführer RTL nicht auf dieser Liste? Das begreife ich doch nicht. Ja, teilweise ja auch gar nicht so schlecht, wenn man dann exklusiv und sowas denkt. Aber ja. Ja. Das war schon wieder so eine kleine Gemeinheit. Ist das Frauke Ludewig exklusiv? Ja. Ja. Die hast du getroffen, oder? Die habe ich getroffen. Wo? Auf dem Flug nach New York. Also. Nach dem? Vorher. Vorher. Und. Da werden jetzt einige überlegen. Ja. Aber. Genau. Das ist für Viva jetzt nicht so geeignet. RTL hat ja auch den Nachrichtenstatus da wesentlich erhöht. Vielleicht hast du damit was zu tun. Ja, ja. Also ihr fliegt nach New York. Wir waren auf dem Weg zum Michael Jackson Konzert. Ja. In New York war das? Genau. Es gab dieses 30 Jahre Michael Jackson Konzert im Madison Square Garden. Ja. Und ich bin mit meinem wunderbaren Kollegen Mola Adebisi, der den ein oder anderen Scherz hier auch immer schon geliefert hat. Ja, Grüße bitte. Mache ich klar. Und sind wir halt dahin geflogen, um uns das anzuschauen. Und da flog Frauke Ludewig auch mit. Natürlich Business. Ihr saßt hinten? Wir saßen hinten, Economy Class. Ja. Also haben uns aber ein paar Stützstrümpfe mitgenommen. Man kriegt ja leicht das Blut. Vorsicht, Thrombose. Thrombose, ja. Genau. Ja. Und sie ist halt vorne Business geflogen und fragte, ach, fliegt ihr auch nach New York? Das ist eine sehr schöne Frage am Check-In-Schalter für New York ist. Naja. Ja. Mein... Ja, wir, nein. Moment, man kann ja nie wissen. Ja. Man kann ja auch vorher aussteigen. RTL und macht das mit Mitarbeitern so, dass sie dann sagen, guten Flug. Zum selben Event? Zu so einem Event. Und das Schöne war, Frau Ludewig flog nicht alleine, sondern sie hat ihren schwulen Maskenbildner mitgehabt. Das ist jetzt... Keine Tautologien in meiner das Show. Das ist provokativ, aber... Also wer dann so, hallo Frauke, und so, ist, da kann man von ausgehen. Was spielt es für eine Rolle, dass dieser Maskenbildner, der eine hervorragende Arbeit macht, homosexuell ist? Warum wird das so betont hier? Das ist doch wirklich... Weil es keinen Heterosexuellen gibt, deswegen. Aber das stimmt nicht. Vielleicht. Ja, ich kenne einen beim Bayerischen Rundfunk. Der ist... Ja. Und der heißt höchstwahrscheinlich Sedelmeier oder so. Ja, ich weiß es nicht. Also ihr saßt da in der Lufthansa, war es Lufthansa? Ja, und das war auch sehr schön. Also Frauke Ludewig hat auch diesen Mann definitiv nötig.
Ja, es ist so, also man geht dann so lang und man erkennt sie ja nicht als solches, das ist auch eine schöne Tarnung. Man geht also hin und sagt, ach, Frau Meisel, ich habe alle ihre Filme gesehen, ja. Möchte man sagen. Ja, ist gemein, ich weiß. Ja, also da musst du schon Samstagabend, da sitzen auch viele Familien vor dem Fernseher, da musst du dann für Viva, musst du sehr genau überlegen. Außerdem habe ich mir jetzt meine Exklusivbeiträge total verspielt mit diesem... Dass sie über dich berichten? Ja. Das glaube ich nicht. Na, wer weiß. Die sind so verzweifelt, die brauchen alles. Das stimmt. Das habe ich ja auch gesagt, als sie sagte, dass sie zu einem Michael Jackson-Interview hinfliegt. Die hat es leider nicht bekommen. Nein. Er hat kurzfristig abgesagt. Das ganze Konzert? Nein, nur den Auftritt mit Frauke Ludewig. Ja? Und ja, obwohl, so optisch nehmen die sich ja nicht so viel. Jetzt reicht es! Wie alt bist du, Oliver? 23. Naja, gut, da ist man natürlich noch sehr jung und getragen vom Enthusiasmus der Jugend. Wir alle drücken dir sehr die Daumen. Dankeschön. Für die Oliver Pocher Show. Heißt es die Oliver Pocher Show? Ja, es gibt verschiedene Ansätze oder so. Es gibt einen Sponsor, der sich gerade mit beteiligen möchte und dafür ordentlich latzt, dass der Name anders heißt. Schauen wir mal. Alles Pocher oder was? Alles Pocher oder was? Ist der Das wäre Müller dann, der Sponsor. Das ist richtig. Sehr gut. Das heißt, Müller Milch würde deine ganze Show bezahlen. Ja. Dann hast du die aber im Nacken. Das werden wir schon so klären, dass sie auch nichts zu sagen haben und nur das Geld überweisen. Oliver Pocher von der Alles Müller Show. Toi, 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 wann geht's los? Im Februar. Im Februar. Das, meine Damen und Herren, ist der vielgepriesene Roman meines nächsten Gastes. Herzlich willkommen, Juli C. Der erste veröffentlichte Roman. Aha, wo sind die anderen geblieben? In der Schublade? Genau, ja. Ja. Spielt der Roman im juristischen Milieu? Unter anderem auch, ja. Ist es richtig, dass da ein Zusammenhang ist zwischen Juristen und Drogen? Ach, ganz entfernt, so am Rande. Ist das ein Thema für Juristen, Drogen? Ach, nö. Nee? Nö. Ich bin Beamtin seit 4 Wochen im Referendariat am Landgericht. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Am Landgericht wo? In Leipzig. Das heißt, was behandelt man da für Delikte? Also, ich werde jetzt einem Zivilrichter zugeteilt und werde dann wahrscheinlich vor allem Bauprozesse behandeln. Ach so, wir haben keine Türen drin und so. Ja, und der Zaun klemmt, jo. Das heißt, es ist eine Lebensstellung, oder? Ja, für immer. Bau, da wird er geklappt. Ich weiß es nicht. Doch. Nein. Doch. Nein. Also, Bauprozesse ist absolut der Wahnsinn. Das ist ein Lebensjob. Ach so, sind die schon verbeamtet? Seit 4 Wochen. Möchten Sie auch Beamtin bleiben? Nein. Was ist Ihr Ziel als Juristin? Bisher habe ich noch keins. Aha. Also ich dachte, ich mache die Ausbildung zu Ende und dann sehe ich mal weiter. Und war das Schreiben so ein Hobby oder wollen Sie das in Zukunft eigentlich mehr hauptberuflich machen? Also das Schreiben ist bei mir eigentlich immer das Wichtigere gewesen. Ich habe sehr früh angefangen, schon so im Alter von 8 Jahren. Und ist aber nie so richtig als einen Beruf betrachtet, sondern mehr so als das, was ich eben gerne tue und immer mache, wenn ich Zeit habe. Und jetzt ist es natürlich durch diese Veröffentlichung wichtiger geworden, als es vorher war. Haben Sie irgendwie so einen Kurs gemacht oder so oder eine Ausbildung in der Richtung? Ja, gibt es auch das noch. Ja? Ja, ist das eigentlich gut? Bringt das was? Mir hat das sehr viel gebracht, ja. Was lernt man da zum Beispiel? Nicht zu weinen, wenn einer einen kritisiert und den eigenen Text so aus der Distanz zu sehen, darüber zu sprechen. Weiß das auch Günter Grass? Der weint nach wie vor, der weiß das nicht. Ja, auch den eigenen Text. Ist es nicht das Wichtigste für den Schriftsteller, dass er sich für den Besten seit Goethe hält? Eigene Texte kritisch zu sehen, die man... Ich hoffe nicht, weil also ich bin ganz froh, wenn ich das kann, so ein bisschen aus der Distanz. Und Sie können das? Das waren nur Hymnen für das Buch? Nee. Es gab auch einige, die fanden das furchtbar. Wirklich? Ja, die FAZ. Die FAZ? Wer? Nein. Wissen Sie das noch? Ja, Rüb heißt der gute Mann. Aha. Aber der ist Politikwissenschaftler. Oder nee, aber er arbeitet in der Politik. Das heißt, kann er als Jurist neidisch sein auf Sie? Nee, aber der findet eben, da geht es ja auch um die Balkankriege unter anderem, und der findet eben, dass jemand, der noch so jung ist wie ich, nicht einfach da so großkotzig über irgendwas schwafeln soll. Man glaubt es nicht, dabei waren Sie dort. Ja, aber danach. Ach so. Hat er das gewusst? Nein. Nee. Wo waren Sie, in Bosnien? Ja. Warum sind Sie nach Bosnien gefahren? Also, die Region interessiert mich sehr. Ja? Und ich würde jetzt gern ein Buch schreiben über dieses Land, eine Reiseerzählung, und zu dem Zweck habe ich erstmal die Reise unternommen. So, was ist das? Kann man da hinfahren, Urlaub machen, oder ist das alles zerstört? Es ist zerstört nach wie vor, vieles ist wieder aufgebaut. Ich finde schon, dass man hinfahren kann zum Urlaub machen. Und ich würde gerne durch das Buch, an dem ich jetzt dann schreibe, auch Leuten Lust machen hinzufahren. Wirklich auch als Touristen. Das klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich denke, man kann es schon machen. Was war denn Ihr Spezialgebiet im Studium?
als Juristin? Ich habe mich auf Völkerrecht spezialisiert. Europarecht und internationales Recht. Da kann man sich aber gucken, ist das jetzt okay mit den Amerikanern, unseren Freunden und unserer Unterstützung völkerrechtlich? Kann man das in zwei Sätzen sagen? Das ist beschissen, Einsatz. Aus juristischer Sicht. Aha, wissen das alle Beteiligten? Ja, ich denke schon, ja. Aber es redet keiner drüber? Nicht sehr viel. Also ich habe in der Presse gesucht nach Artikeln, die das irgendwie völkerrechtlich beleuchten. Es gibt so ein, zwei Leute, die haben gesagt, das könnte problematisch sein. Es gibt andere, die engagieren sich sehr dafür, diesen Einsatz zu rechtfertigen aus juristischer Sicht. Ja. Aus meiner Sicht ist der völkerrechtlich illegal, aber das stört die Amerikaner nicht so sehr. Sie haben auch ein Praktikum gemacht bei der UNO. Ja. Ja, wie ist das? Bei der UNO jetzt? Ist das enttäuschend? Ja, mich hat das enttäuscht. Also ich fand es in erster Linie langweilig. Mir liegt so diese bürokratische Schreibtischtäterschaft nicht so sehr. Und die Probleme werden dort sehr stark am langen Arm behandelt. Das heißt, man sagt, da sollte jetzt mal Frieden sein in der Ecke. Ja, das heißt eher, man setzt sich zusammen mit vor allem politischen Vertretern, die irgendwie gebrieft sind von ihren eigenen Staaten und findet eben so einen schwammigen Kompromiss, der überhaupt nicht passt auf die Situation vor Ort. Und kontrolliert die UNO nochmal, ob die Sachen überhaupt durchgesetzt werden? Es gibt natürlich auch so Implementierungsverfahren, aber es ist alles aus einer sehr, sehr großen Distanz. Und die Kommunikation zwischen diesen beiden Ebenen, also das Hauptquartier in New York oder Hauptquartiere in Genf und den Krisengebieten vor Ort, die ist sehr, sehr schlecht. Das habe ich vor allem von Leuten immer gehört, die tatsächlich im Feld arbeiten, zum Beispiel in Bosnien. Ja, das heißt, da wird irgendwas beschlossen und... Ja, und es passt einfach nicht. Also es gibt ein Beispiel, da wurde in der Nähe von Jajce, das ist in Bosnien, mal so eine Richtlinie erlassen, die Leute dürfen nicht mehr weiter als maximal sowas wie 70 Kilometer von ihrem Standort sich entfernen. Und alle Gebiete, in denen die zu tun hatten, lagen zwischen 72 und 78 Kilometer außerhalb dieser Linie. Das heißt, die konnten eigentlich da nicht mehr hinfahren, weil die eben so eine völlig sinnlose Bestimmung da auf dem Tisch hatten. Wollen Sie selber sagen, ich mache das immer nicht, dass ich sage, worum es in dem Buch geht, weil die Leute sollen das Buch kaufen und sollen es lesen. Wollen Sie das selber sagen oder sollen wir es gar nicht ansprechen? Wir sollen es gar nicht ansprechen. Sie haben ja den ersten Satz schon gelesen. Genau. Ja, danach wird es schlechter. Also. Selbstironie. Ja, lernt man das auch auf dem Schriftstellerseminar? Das braucht man da zum Überleben. Ja. War das schwierig, das Buch bei dem Verlag unterzukriegen? Nee, ich hatte sehr viel Glück. Das ging ganz schnell und einfach. Haben Sie das Manuskript hingeschickt oder selber abgegeben? Hinschicken lassen. Von wem? Von einem befreundeten Schriftsteller. Aha! Ja, was hilft es denn? Dass der Verlag das auch wirklich liest. Ah, so. Mhm. Ja. Sie kommen aus einer Familie, die praktisch, Sie haben die Juristerei mit der Muttermilch aufgesogen. Mit der Vatermilch. Mit der Vatermilch. Genau. Mhm. Was macht Ihr Vater? Der ist Jurist. Und aber in einem hohen Staatsamt, deswegen frage ich, oder darf man das nicht sagen? Ja, der arbeitet im Bundestag, doch, das darf man schon sagen. Was macht er da beim Bundestag? Ja, das habe ich bis heute auch noch nicht so richtig verstanden. Nee, der ist... Spezialist für Parlamentsrecht und überwacht quasi die Geschäftsordnungsangelegenheiten, also die rechtliche Seite des Parlaments. Sehr wichtig. Ja. Alles, was man immer so als Abstimmung und Antrag und so im Tagesschau hört, wer darf reden und wie lange ist ja genau festgelegt. Und das heißt, Ihr Vater wie ein ist Drehbuch gibt's auch dafür. Ihr Vater ist Beamter. Ja. Der ist unabhängig davon, wer gerade regiert. Mhm. Der muss ja überparteilich sein, so oder? So ist es. Ja. 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 War das dann zu Hause immer so das große Thema, dass Sie auch Lust gekriegt haben, das zu machen? Die Jura jetzt? Ja. Juristerei war eigentlich nicht so sehr Thema. Wir haben schon viel über Politik geredet. Als ich auf die Idee kam, Rechtswissenschaft zu studieren, dachte ich eigentlich eher eine journalistische Laufbahn. Ja. Und mir wurde gesagt, das sei eine ganz gute Vorbereitung. Ich glaube, mein Vater sah das am Anfang eher kritisch und sagte, überleg's dir nochmal. Aber ich habe es nicht bereut. Also irgendwann hat es mich einfach so interessiert, dass ich es jetzt für sich weitermachen möchte, nicht jetzt als Einstieg in den Journalismus. Tolle Sache, das fand ich sehr interessant. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Ich sage es nochmal. Der Roman heißt Adler und Engel, so sieht das aus, wenn Sie morgen wieder durch die Buchhandlung irren. So sieht das Buch aus von Julie C. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg weiterhin. Danke. Ja, und bis zum nächsten Roman. Mhm. Ja, alles Danke. Gute. Dankeschön. Tschüss. Julie C., meine Damen und Herren, das war's heute. Morgen die neue NBC Viva-Moderatorin Eva Zinjewitsch. Dankeschön. Gedacht und jetzt schauen wir einfach mal. Pocher Entertainment, irgendwas Großes oder so. Pocher, Oliver Pocher oder TV. Die Entertainer, irgendwie, keine Ahnung, was... Die Entertainer, das musst du ja dann rechtlich absichern lassen. Das stimmt. Hat bestimmt schon einer. Du kannst zum Beispiel OP-TV machen, Oliver Pocher oder so. Das stimmt. OP-TV oder OPO. Ja, dann willst du OPO-Fernsehen. Dann willst du Sat.1 kaufen als eine Arztshow oder so halt. Das ja. Ist auch scheiße. Also das heißt eigene Firma. Eigene Firma. Also mit Brainpool zusammen und die zahlen die Kohle, ich bringe das Know-how mit rein. Ja, so verstehe. Verstehe. Das ist auch genau die richtige Kombination. Okay, ein kleiner Insider. Das heißt, die Firma gehört dann im eigentlichen Viva selber.
dem großen Konzern? Nein, es wird so 50%, also 50-50, also es wird eine GmbH dann immer gegründet. Ja. 50% Gesellschafter bin ich, 50% sozusagen Brainpool und dann ist man Gesellschafter, Geschäftsführer und aber wird von der Gesellschaft auch nochmal als Moderator eingestellt. Verstehe. Das heißt, der Sender stellt dich nicht bei. Das sind jetzt so ein paar Internas, aber das sind wichtig für junge Kollegen, die in die Branche wollen. Man schließt ja immer leichtsinnigerweise Verträge mit den Sendern ab und dann ist man der Gelackmeierte. Nein, es geht darum, die Wertschöpfungskette. Es wird ja sicher auch einen Fanartikel dann von der Show geben. Eine eigene Zeitung, gleich mit der ersten Show oder erst später? Ja, wenn wir das Geld wieder drin haben, dann versuchen wir das bestimmt. Nein, keine Zeitung, ja. Also ganz normal. Halt. Ganz normal, okay. Ja, gib uns doch mal einen Tipp. Ich meine, werden da Gäste kommen, gibt es Wetten, gibt es Musik? Ja, wir werden ja mehr oder weniger dann auch, das wird natürlich wiederholt werden, aber werden natürlich in der Erstausstrahlung gegen Wetten, das und Wer wird Millionär bestimmt das ein oder andere Mal laufen. Ja. Das werden die anderen merken. Und natürlich, ja klar. Ja, also wir werden einfach, es wird eine ganz normale Comedy-Sendung werden. Mein Anspruch ist, die erste lustige Sendung für Viva zu machen. Da ist die Messlatte sehr niedrig. Und schauen wir mal. Toi, toi, toi. Es ist ein harter Sendeplatz, aber du kannst nur gewinnen. Das stimmt. Das ist ja auch das Gute, weil man keinen Quotendruck erstmal hat. Man kann sich erstmal etablieren. Trotzdem warst du noch mal im Urlaub, um dich zu erholen, um dich für diese lange Strecke zu präparieren. Wo warst du im Urlaub? Ich war in Italien im Urlaub. Wo in Italien? In Montepaone Lido. Wo ist das? Ein kleines romantisches Örtchen mit einem Hotel, so kurz vor Sizilien, also noch auf Italien. Lido heißt immer Strand. Das habe ich dann auch mitbekommen. In Italien. Ja, was war das für ein Urlaub? Hotel? Ja, es war so ein All-Inclusive-Urlaub halt. Und wir hatten ursprünglich vor, wir brauchten was Günstiges. Das Problem war, es waren Herbstferien zu der Zeit, ich konnte aber nur in der Woche. Von daher musste man schon mit den überteuerten Preisen leben. Ja. Und wir hatten ursprünglich eine Reise in die Türkei. Ja. Schon safe. Und dann ist uns unser Veranstalter bzw. die Fluggesellschaft Anatolia Air abgesprungen. Von Hannover bis Bielefeld? In der gleichen Klasse oder musst du in die zweite? In die gleiche Klasse. Ah, ja. In die gleiche Klasse. Da wurde ich nochmal verscheucht. Von so einem, der hatte so einen nikotingelben Kinnbart. Sehr eklig, montags früh. Und dann ging ich in den Speisewagen bis Hamm. Hamm in Westfalen. Ja, ich habe gerade überlegt, ob Hamm nicht vor Bielefeld kommt, aber du hast recht. Wieso Bielefeld kommt Hamm nicht? Es kommt darauf an, von wo nach wo du fährst. Ja, ich Haben wir das geregelt jetzt alles? Absolut. Ja, war das zu vertrödelt? Nein. Nein. Es hatte die Zeit, die es braucht. Aber jetzt müssen wir die Matz zeigen, unbedingt. Jetzt, meine Damen und Herren, eine Sensation. Sie alle haben Wer wird Millionär am Samstag gesehen. Unser großartiger Freund und Autor Markus Paslik war da. Und viele werden sagen, wieso, ich habe ihn nicht gesehen. Das ist Ihr Problem, denn er selber hat alles aus sich rausgeholt, wie wir jetzt noch einmal dokumentieren. Wer wird Millionär in der Krise? Unsere Sendung hat im Moment die Seuche. Weiß Gott, Herr Jauch. Immer doofere Kandidaten scheitern an immer dooferen Fragen. Wir sitzen bei der 200-Mark-Frage. Sie sehen die eingeblendet und Sie sehen auch Frau Rohrmoser. Und Frau Rohrmoser hat gesagt, sie traut maximal 17% hier unseres Publikums und hat sich für Antwort A entschieden. Zucker und Salz. Also Rheinland-Pfalz ist es nicht, Butter und Schmalz ist es nicht. Es ist aber Hopfen und Malz, Frau Rohrmoser. Und das ist damit null. Verloren. Verloren. Wir sind auf null. Blondinenkegeln bei RTL. Wie bezeichnet man Wandmalerei auf feuchtem Kalkputz? Fiasko? Fresco? Fiesta? Oder Frisco? Wandmalerei auf einem feuchten Kalkputz. Das sollte D. Frisco sein. Erbärmlich. Sie sehen mich verzweifelt. Verständlich, Günther. Doch einer war entschlossen, das zu ändern. Angetreten, einer Nation ihren Bildungsstolz zurückzugeben. Unser Kollege Markus Paslik. Ein Mann, der sich nicht scheute, sein universelles Allgemein- und Spezialwissen für Deutschland in die Waagschale zu werfen. Am vergangenen Samstag bei Wer wird Millionär? Harald Schmidt und sein Team waren sich sicher. Wir setzen auf dich.
Leichtfüßig und souverän würde Paslik durch die 15 Fragen tanzen und einen fassungslosen Günther Jauch mit seinen blitzgescheiten Antworten düpieren. Die neue Chance für 10 neue Kandidaten. Hier sind Markus Paslik aus La. Das Problem war nur, Paslik kam gar nicht erst auf den scheiß Stuhl. Ausgerechnet an diesem Tag schraubte man den Schwierigkeitsgrad der Und zwar, wenn man alle Berge zusammenzählt, erhöht sich die Anzahl auf 40 bis 50 Bergkuppen, die nicht so deutlich sichtbar sind. Das würde mich natürlich auch interessieren, wie die heißen. Vielleicht können wir das nächste Mal machen. Ja. Die 50 Bergkuppen, von denen 43 nicht sichtbar sind, aus dem Siebengebirge. Für viele Wanderer ist das eine schöne Idee. Allerdings sicher kann man sich nicht sein, Seite 2 von 2. Oh. Was? Auch die Herkunft des Namens Eifel ist bis heute nicht geklärt. Ach. Das wusste ich auch nicht. Nee, wusste ich auch nicht. Man sagt so leichtfertig, der fährt in die Eifel und weiß gar nicht, wo das herkommt. Und dann unser Mitarbeiter A. Tenhaus. Die Namensgebung Siebengebirge ist aus etymologischer Sicht zu betrachten. Wortstamm ist Siepen. Siepen, der germanische Ursprung für Täler. Siepen kommt im Rheinland auch häufig als Bestandteil von Orts- und Eigennamen vor, zum Beispiel Mühlensiepen, der mit den Tabakwaren. Mhm. Ist es ein Geschäft? Ja. Ja, Mühlensiepen, das tolle Tabakwarengeschäft. Gibt es noch andere Tabakwarengeschäfte? Nicht, dass ich mich im Bereich des Product Placements strafbar mache. Ich weiß auch nicht, wie die heißen. Kiosk, Bütchen. Ja. Mal bis morgen ein paar Tabakgeschäfte recherchieren, damit wir uns nicht im Bereich der Schleichwerbung nähern. Sonst können wir einen Anruf vom ZDF, ob wir nicht eine Show darüber machen können. Siefen und Seifen ist die hochdeutsche Variante. Und Siepen, und das wird Sie interessieren, wenn Sie in Hamburg wohnen, hat anders als Penz den Sprung in die heutige rheinische Umgangssprache nicht geschafft. Tja. Denn Penz heißt was? Kinder. Kinder. Ein tolles Wort für Kinder. Penz. Die Penzen ob der Straße. I-Dötzje. Ja, das ist was anderes. Erster Schultag. Genau. Penz sind begeistert. So typische Schlagzeile in Kölner Zeitungen. Während ich finde das schön. Ja. Während andere Zeitungen Schlagzeile bringen wie Atombombe auf gezündet. Kölner Zeitungen, Penz freuen sich über Winter. So. Das haben wir also damit geklärt? Absolut. Ich hatte dir schon die Flasche Shampoos mitgebracht, aber du hast ja auch nicht recht gehabt, ne? Nee, lass sie stehen. Ja. Man kann die immer brauchen. Ach, genau. Vielleicht ergibt sich heute eine Spontanwette. Okay. Oder so. Wie viele Folgen die Olli Pocher Show haben wird, bevor sie vom ZDF gekauft wird. Auf Viva Media Consulting Power You Music Sender. Wer ist das hier? Das ist Bela Reti. Das ist Bela Reti. Warum liegt Bela Reti hier? Weil er heute das Spiel kommentiert hat. Meine Damen und Herren, der FC Bayern München, das muss man sagen, der einzige Verein, der nie negative Schlagzeilen produziert. In diesen Tagen, wo viele einiges wegstecken müssen an schlechter Kritik, ja, der FC Bayern nur positive Schlagzeilen. Heute Mittag um 0.51 Uhr. Mitteleuropäischer Zeit. Für viele Wanderer ist das eine schöne Idee. Allerdings sicher kann man sich nicht sein, Seite 2 von 2. Oh, was? Auch die Herkunft des Namens Eifel ist bis heute nicht geklärt. Ach. Das wusste ich auch nicht. Nee, wusste ich auch nicht. Man sagt so leichtfertig, der fährt in die Eifel und weiß gar nicht, wo das herkommt. Und dann unser Mitarbeiter A. Tenhaus. Die Namensgebung Siebengebirge ist aus etymologischer Sicht zu betrachten. Wortstamm ist Siepen. Siepen, der germanische Ursprung für Täler. Siepen kommt im Rheinland auch häufig als Bestandteil von Orts- und Eigennamen vor, zum Beispiel Mühlensiepen, der mit den Tabakwaren. Mhm. Ist es ein Geschäft? Ja. Ja, Mühlensiepen, das tolle Tabakwarengeschäft. Gibt es noch andere Tabakwarengeschäfte? Nicht, dass ich mich im Bereich des Product Placements strafbar mache. Ich weiß auch nicht, wie die heißen. Kiosk, Bütchen. Ja. Mal bis morgen ein paar Tabakgeschäfte recherchieren, damit wir uns nicht im Bereich der Schleichwerbung nähern. Sonst geben wir einen Anruf vom ZDF, ob wir nicht eine Show darüber machen können. Siefen und Seifen ist die hochdeutsche Variante. Und Siepen, und das wird Sie interessieren, wenn Sie in Hamburg wohnen, hat anders als Penz den Sprung in die heutige rheinische Umgangssprache nicht geschafft. Tja. Denn Penz heißt was? Kinder. Kinder. Ein tolles Wort für Kinder. Penz. Die Penzen ob der Straße. I-Dötzje. Ja, das ist was anderes. Erster Schultag. Genau. Penz sind begeistert. So typische Schlagzeile in Kölner
Zeitungen. Während ich andere, das schön. Während andere Zeitungen Schlagzeile bringen wie Atombombe auf gezündet, Kölner Zeitungen, Pence freuen sich über Winter. So, das haben wir also damit geklärt. Absolut, ich hatte dir schon die Flasche Shampoos mitgebracht, aber du hast ja auch nicht recht gehabt, ne? Nee, lass sie stehen. Ja. Man kann die immer brauchen. Ach genau. Vielleicht ergibt sich heute eine Spontanwette. Okay. Oder so. Wie viele Folgen die Olli Pocher Show haben wird, bevor sie vom ZDF gekauft wird. Auf Viva Media Consulting Power You Music Sender. Wer ist das hier? Das ist Bela Reti. Das ist Bela Reti. Warum liegt Bela Reti hier? Weil er heute das Spiel kommentiert hat. Meine Damen und Herren, der FC Bayern München, das muss man sagen, der einzige Verein, der nie negative Schlagzeilen produziert. In diesen Tagen, wo viele einiges wegstecken müssen an schlechter Kritik, ja, der FC Bayern nur positive Schlagzeilen. Heute Mittag um 0.51 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Gegen die Mittagszeit. Mittagszeit? Was? Mittagszeit. Was? Wann? Mittagszeit. Als wir zu Tisch waren. Ja, genau. Ja, wir sagen ja noch zu Tisch. Ja, genau. Herrn Andrak, bitte, der ist gerade zu Tisch. Mahlzeit. Richtig, deutsche Firma. Mahlzeit. Garten. Ja. Und ich bin mit meinem wunderbaren Kollegen Mola Adebisi, der den einen oder anderen Scherz ja auch immer schon geliefert hat. Grüße bitte. Mache ich klar. Und sind wir halt dahin geflogen, um uns das anzuschauen. Und da flog Frauke Ludowig auch mit. Natürlich Business. Ihr saßt hinten? Wir saßen hinten, Economy Class. Ja. Also haben uns aber ein paar Stützstrümpfe mitgenommen, man kriegt ja leicht das Blut. Vorsicht, Thrombose. Thrombose, ja. Genau. Ja. Und sie ist halt vorne Business geflogen und fragte, ach, fliegt ihr auch nach New York? Das ist eine sehr schöne Frage am Check-In-Schalter für New York ist. Naja. Ja. Mein. Ja, wir, nein. Moment, man kann ja nie wissen. Ja. Man kann ja auch vorher aussteigen. Ja. RTL und macht das mit Mitarbeitern so, dass sie dann sagen, guten Flug. Zum selben Event? Zu so einem Event. Und das Schöne war, Frauke Ludowig flog nicht alleine, sondern sie hat ihren schwulen Maskenbildner mitgehabt. Das ist jetzt... Keine Tautologien in meiner das Show. Das ist provokativ, aber... Also wer dann so, hallo Frauke, und so, ist, da kann man von ausgehen. Was spielt es für eine Rolle, dass dieser Maskenbildner, der eine hervorragende Arbeit macht, homosexuell ist? Warum wird das so betont hier? Das ist doch wirklich... Weil es keinen Heterosexuellen gibt, deswegen. Aber das vielleicht... Stimmt nicht. Vielleicht. Ja, ich kenne einen beim Bayerischen Rundfunk. Der ist... Ja. Und der heißt höchstwahrscheinlich Sedelmeier oder so. Ja, ich weiß es nicht. Also ihr saßt da in der Lufthansa, war es Lufthansa? Ja, und das war auch sehr schön. Also Frauke Ludowig hat auch diesen Mann definitiv nötig. Ja, es ist so, also man geht dann so lang und also man erkennt sie ja nicht als solches, das ist auch eine schöne Tarnung. Man geht also hin und sagt, ach, Frau Meisel, ich habe alle Ihre Filme gesehen, ja. Möchte man sagen. Ja, ist gemein, ich weiß. Naja, also da musst du schon Samstagabend, da sitzen auch viele Familien vor dem Fernseher, da musst du dann für Viva, musst du sehr genau überlegen. Außerdem habe ich mir jetzt meine Exklusivbeiträge total verspielt mit diesem... Dass sie über dich berichten? Ja. Das glaube ich nicht. Na, wer weiß. Die sind so verzweifelt, die brauchen alles. Das stimmt. Das habe ich ja auch gesagt, als sie sagte, dass sie zu einem Michael Jackson-Interview hinfliegt. Die hat es leider nicht bekommen. Nein. Er hat kurzfristig abgesagt. Das ganze Konzert? Nein, nur den Auftritt mit Frauke Ludowig. Ja. Und ja, obwohl so optisch nehmen die sich ja nicht so viel. Jetzt reicht es! Wie alt bist du, Oliver? 23. Naja, gut, da ist man natürlich noch sehr jung und getragen vom Enthusiasmus der Jugend. Wir alle drücken dir sehr die Daumen. Dankeschön. Für die Oliver Pocher Show. Heißt es die Oliver Pocher Show? Ja, es gibt verschiedene Ansätze oder so. Es gibt einen Sponsor, der sich gerade mit beteiligen möchte und dafür ordentlich latzt, dass der Name anders heißt. Schauen wir mal. Alles. Mal bis morgen ein paar Tabakgeschäfte recherchieren, damit wir uns nicht im Bereich der Schleichwerbung nähern, sonst geben wir einen Anruf vom ZDF, ob wir nicht eine Show darüber machen können. Siefen und Seifen ist die hochdeutsche Variante und Siepen, und das wird Sie interessieren, wenn Sie in Hamburg wohnen, hat anders als Pence den Sprung in die heutige rheinische Umgangssprache nicht geschafft. Tja. Denn Pence heißt was? Kinder. Kinder. Ein tolles Wort für Kinder. Pence. Die Penzen ob der Straße. I-Dötzje. Ja, das ist was anderes. Erster Schultag. Genau. Pence sind begeistert.
so typische Schlagzeilen Kölner Zeitungen. Während, andere, schön. Während andere Zeitungen Schlagzeile bringen wie Atombombe auf gezündet, Kölner Zeitungen, Pence freuen sich über Winter. So, das haben wir also damit geklärt. Absolut, ich hatte dir schon die Flasche Shampoos mitgebracht, aber du hast ja auch nicht recht gehabt, ne? Nee, lass sie stehen. Ja. Man kann die immer brauchen. Ach genau. Vielleicht ergibt sich heute eine Spontanwette. Okay. Oder so. Wie viele Folgen die Olli Pocher Show haben wird, bevor sie vom ZDF gekauft wird. Auf Viva Media Consulting Power You Music Sender. Wer ist das hier? Das ist Bela Reti. Das ist Bela Reti. Warum liegt Bela Reti hier? Weil er heute das Spiel kommentiert hat. Meine Damen und Herren, der FC Bayern München, das muss man sagen, der einzige Verein, der nie negative Schlagzeilen produziert. In diesen Tagen, wo viele einiges wegstecken müssen an schlechter Kritik, ja, der FC Bayern nur positive Schlagzeilen. Heute Mittag um 0.51 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Gegen die Mittagszeit. Mittagszeit? Was? Mittagszeit. Was? Wann? Mittagszeit. Als wir zu Tisch waren. Ja, genau. Ja, wir sagen ja noch zu Tisch. Ja, genau. Herrn Andrak, bitte, der ist gerade zu Tisch. Mahlzeit. Richtig, deutsche Firma. Mahlzeit. Herr Andrak ist gerade zu Tisch. Genau. Da holte der FC Bayern zum Glück durch ein Tor durch Sami Kufur den Weltpokal. Herzlichen Glückwunsch. Es war das Tolle an diesem Spiel heute Nachmittag, Weltpokalspiel Boca Juniors Bayern München, dass man einen Vorgeschmack bekommen hat, wie toll die Weltmeisterschaft nächstes Jahr in Japan und Korea werden wird. Oder? Tolle Farben in den Bildern. Tolle Farben in den Bildern, Megaton und Riesenstimmung in den Stadien. Super Stimmung. Und eine tolle Uhrzeit, um Fernsehen zu gucken. Ja, also ein Fußballfest für alle Freunde des Fußballs. Kommentiert vom Superstar des ZDF in Sachen Fußballkommentar, Bela Reti. Und dieser charmante junge Herr, wir haben uns vor einiger Zeit schon mal die Frage gestellt, ob er eine leichte Tönung in sein Haupthaar reibt. Ob eine eigene Zeitung gleich mit der ersten Show oder erst später? Ja, wenn wir das Geld wieder drin haben, dann versuchen wir das bestimmt. Nein, keine Zeitung, also ganz normal. Halt. Ganz normal, okay. Ja, gib uns doch mal einen Tipp. Ich meine, werden da Gäste kommen, gibt es Wetten, gibt es Musik? Ja, wir werden ja mehr oder weniger dann auch, das wird natürlich wiederholt werden, aber wir werden natürlich eine Erstausstrahlung gegen Wetten, das und Wer wird Millionär bestimmt das ein oder andere Mal laufen. Ja. Das werden die anderen merken. Und natürlich, ja klar. Ja, also wir werden einfach, es wird eine ganz normale Comedy-Sendung werden. Mein Anspruch ist, die erste lustige Sendung für Viva zu machen. Da ist die Messlatte sehr niedrig. Und schauen wir mal. Toi, toi, toi. Es ist ein harter Sendeplatz, aber du kannst nur gewinnen. Das stimmt. Das ist ja auch das Gute, weil man keinen Quotendruck erstmal hat. Man kann sich erstmal etablieren. Trotzdem warst du noch mal im Urlaub, um dich zu erholen, um dich für diese lange Strecke zu präparieren. Wo warst du im Urlaub? Ich war in Italien im Urlaub. Wo in Italien? In Montepaone Lido. Wo ist das? Ein kleines romantisches Örtchen mit einem Hotel, so kurz vor Sizilien, also noch auf Italien. Lido heißt immer Strand. Das habe ich dann auch mitbekommen. In Italien. Ja, was war das für ein Urlaub? Hotel? Ja, es war so ein All-Inclusive-Urlaub halt. Und wir hatten ursprünglich vor, wir brauchten was Günstiges. Das Problem war, es waren Herbstferien zu der Zeit, ich konnte aber nur in der Woche. Von daher musste man schon mit den überteuerten Preisen leben. Ja. Und wir hatten ursprünglich eine Reise in die Türkei. Ja. Schon safe. Und dann ist uns unser Veranstalter bzw. die Fluggesellschaft Anatolia Air abgesprungen. Abgesprungen. Ja. Was heißt das im weitesten Sinne abgesprungen? Anatolia Air. Ja, wir haben uns auch schon gedacht, wie wird das wohl? Gibt es dann nur Stehplätze? Wird da ein Schaf geschlachtet während des Fluges oder so? Lass das mit dabei beiseite. Anatolia Air kannte ich bisher nicht, aber ist eine einwandfreie Fluggesellschaft, sonst hätten sie keine Zulassung. Bei denen hattest du gebucht? Ja, ich habe dann später herausbekommen, dass das so eine Fluggesellschaft ist, die immer diese Flüge erstmal bzw. Reisen anbietet und dann erst guckt, ob sie überhaupt eine Starterlaubnis kriegen. Und ist das wirklich wahr? Ja, und wenn sie die nicht kriegen, dann gibt es halt die Reisen nicht. Warum hast du bei denen gebucht? Weil sie günstig waren? Ich war in Düsseldorf am Flughafen und da haben die gesagt, das ist super toll und ganz sicher und das kann man machen und das wird klasse und reingefallen. War das eine Last-Minute-Reise? Last-Minute.
Ach so, du standest schon am Flughafen und wolltest eigentlich in die Türkei. Es gab nichts mehr anderes, also dann nur 10 Tage oder wieder ja. zwei Wochen. Oder und dann musstest du dich umentscheiden, Italien. Dann hatten wir noch ein Angebot Italien, da haben wir ja. ein sogenanntes Glückshotel gebucht. Ja. Was heißt das? Das heißt ja dann, es gibt ja Glückshotel, blaue Reise, da weiß man nicht, in welches Hotel man mehr oder weniger kommt. Man weiß nur die Kategorie. Und wie viele Sterne? 4. Also da kann eigentlich nicht schief gehen, oder? Eigentlich nicht, ja. Ja. Ja, wieso? War es nicht gut? Ja, war nett halt irgendwie. Es war ein Animationsprogramm. Verstehe. Also die haben alles gemacht, also die haben, mussten dann mit den Leuten auch immer essen und haben... Ah, falls Sie das noch nicht gemerkt haben, wenn Sie den Sender anschauen. Und er ist, man kann eigentlich sagen, er ist der Gottschalk für die Jungen. Absolut. Ja. Thomas Gottschalk der Zukunft, heute Abend bei uns, noch bekannt als Oliver Pocher. Der erste Satz in diesem Roman heißt: Sogar durch das Holz der Tür erkenne ich ihre Stimme, diesen halb eingeschnappten Tonfall, der immer klingt, als hätte man ihr gerade einen Herzenswunsch abgeschlagen. Berühmt, erste Sätze. Absolut. Erste Sätze sind wichtig in Romanen. Wir sind ja eine Sendung, die sich hier um die Pflege der deutschen Sprache kümmern tut, weil wir feststellen, unsere Sprache versifft. Eine schöne Überleitung, denn es geht um das Siebengebirge. Wir sollten auch mal das Riesengebirge durchnehmen, finde ich. Ach stimmt, das wäre... Ja, oh du mein Riesengebirge. Das kam ja auch gestern bei Wer wird Millionär. Hast du Wer wird Millionär gestern gesehen? Leider gestern nicht. Das kam nämlich, wo liegt der kahle Asten? Und dann hat der Kandidat gesagt, Riesengebirge statt Rothaargebirge. Das Rothaargebirge? Das hätte ich auch nicht gewusst, ja? Echt? Hättest du nicht gewusst? Er kennt es immer nur von der Wettermeldung. Wenn wo liegt der kahle Asten, Elbsandsteingebirge, Rothaargebirge, Riesengebirge und das vierte weiß ich nicht mehr. Ja, nee, vielleicht hätte ich es geraten. Echt? Ja, aber kahle Asten ist doch immer Schnee, wenn hier schon die Blumen blühen. Ja, genau. Das ist doch unser großartiger 400 Meter hoher Berg in Nordrhein-Westfalen. 848 Meter hoch. 41. 41 Meter hoch. Der zweithöchste Berg Nordrhein-Westfalens. Der zweithöchste Berg Nordrhein-Westfalens. Wie ist der höchste Berg Nordrhein-Westfalens? Bitte? Wie ist der höchste Berg Nordrhein-Westfalens? 843 Wo? Meter. Langenberg, direkt daneben. Ach, das ist ja auch Sender Langenberg. Ganz genau. Bekannt durch Tonausfall. Ja, genau. Ja, das wird immer gesagt. Im Bereich des Senders Langenberg können Sie uns jetzt nicht hören. Ich frage mich, warum sagt man das eigentlich? Wenn ich nicht dort wohne, ist mir das wurscht. Ja. Und wenn ich dort wohne, kann ich es ja nicht hören. Genau. Hey, WDR, stellt mal das Glas weg, wenn ich zu euch spreche. Lasst bitte den Satz, im Bereich des Senders Langenberg können Sie uns gerade nicht hören, in Zukunft weg. Brauchen wir nicht mehr. Also das Siebengebirge. Wir haben im Rahmen der Sicherheitserklärungen, ist unser Petersberg international sicher und er ist fantastisch. Ein riesengroßer Tisch und Fischer spricht und alle anderen hören zu. Es ist ein Traum, ein wirklicher Traum des Friedens. Und wir haben, Herr Andrak war der Meinung, das Siebengebirge heißt Siebengebirge, weil es 7 prominente Berge dort gibt. Nämlich den Ölberg, den Petersberg, den Lorberg, den, ja und so weiter. Und wir haben uns tausende von E-Mails und Faxe erreicht. Ich kann hier nur die besten vorlesen, weil ich war der Meinung, es kommt aus dem mittelhochdeutschen Siffen. Regnen. Nicht ganz falsch, aber leider natürlich auch nicht ganz richtig. Nämlich, er schreibt uns zum Beispiel Heinzi Besserwiss, Ralf Boot, tausende von E-Mails und Faxe erreicht. Ich kann hier nur die besten vorlesen, weil ich war der Meinung, es kommt aus dem mittelhochdeutschen Siffen. Regnen. Nicht ganz falsch, aber leider natürlich auch nicht ganz richtig. Nämlich, er schreibt uns zum Beispiel Heinzi Besserwiss, Ralf Bothe schreibt, der Name stammt vom Wort Siefen, feuchtes Bachtälchen oder von der Zahl der 7 Hauptberge des Siebengebirges. Er weiß es auch nicht sicher. Nee, ja? Die meisten wissen es nicht sicher. Bitte? Die meisten wissen es nicht sicher. Die meisten wissen es nicht sicher. Ölberg, Petersberg, Drachenfels, Lorberg, Nonnenstromberg, Perlenhardt und Stenzelberg. Das sind die 7 bekanntesten Gebirge. Im Grunde wie Mount Everest, K2, Nanga Parbat. Mont Blanc. Mont Blanc ist ja kein Himalaya-Berg. Ach so, nee, ja klar. Ja. Und man muss alle Berge des Siebengebirges mal gemacht haben an einem Tag ohne Sauerstoff, um die goldene Ehrennadel des Alpenvereins der Harald-Schmidt-Show zu bekommen. Ohne Träger. Ich gehe auf den Drachenfels mit 2 Sherpas hoch. Auf den Esel, ne? Nein, Sherpas. Ich habe auch ein Basislager am Abend vorher, um mich an die Texte zu akklimatisieren auf den Schildern. Größte Bockwurst am Rhein. Steht da immer noch. Steht da immer noch.
Oh, ja. Das ist so toll, ja. Das sind ganz toll. Da sind die 50 Jahre noch okay. Absolut. Mit dem Esel zum Drachenfels. Das wollten wir auch mal machen. Haben wir das schon mal gemacht? Nee, das wollten wir mal machen. Wir machen mal. Mit dem Bötchen nach Königswinter. Bötchen das wäre jetzt Königswinter. Sehr aktuell eigentlich. Aber die KD fährt jetzt im Moment nicht. Ja. Und dann hoch, entweder mit Zahnradbahn oder mit dem Esel. Auch schön. Ja. Mit Zahnradbahn ist auch toll. Ja. Das habe ich noch nicht gemacht. Bin nur gelaufen. Immer. Aber mit Sherpas und angeseilt. Ja, ist klar. Also wie gesagt, der Name leitet sich von Siefengebirge ab, was ein Gebirge mit Tal einschnitt. Ich glaube, das mit dem Tal und mit dem feuchten Bach, das ist doch das Richtige. Das schreibt uns auch Oliver Müllenbach aus Bonn. Entweder heißt das Siebengebirge also tatsächlich Siebengeperg, Mittelalter, im Sinne von Siebenberge, oder Siebengebirge im Sinne von Läutergegirge. Was soll das denn heißen? Vielleicht auch Comedy-Autor, der uns reingelegt hat. Und wir haben das, meine Damen und Herren, ist nicht Kandahar, sondern das Siebengebirge. Und zwar, wenn man alle Berge zusammenzählt, erhöht sich der Anteil auf 40 bis 50 Bergkuppen, die nicht so deutlich sichtbar sind. Das würde mich natürlich auch interessieren, wie die heißen. Vielleicht können wir das nächste Mal machen. Ja. Die 50 Bergkuppen, von denen 43 nicht sichtbar sind, aus dem Siebengebirge. Für viele Wanderer ist das eine schöne Idee. Allerdings sicher kann man sich nicht sein, Seite 2 von 2. Oh, was? Auch die Herkunft des Namens Eifel ist bis heute nicht geklärt. Ach. Das wusste ich auch nicht. Nee, wusste ich auch nicht. Man sagt so leichtfertig, der fährt in die Eifel und weiß gar nicht, wo das herkommt. Nimm den 50-50-Joker. Wow. Das ist gemein. Also Tiger kommen ja in unseren Gebieten überhaupt nicht vor. Tja, demzufolge nehmen wir den... Den Löwen. Den Löwen. Zederlöwe. Und Herr Lauberger scheiterte auch. Welche Bedeutung hat die Redewendung up to date? Pünktlich, spätestens, vorläufig oder zeitgemäß? Das ist Antwort A, pünktlich. Das wäre Markus Paslik nicht passiert. Pfui, RTL. Wenn man die Besten nicht auf dem Stuhl haben will, dann sollte man sie gar nicht erst einladen. Eine persönliche Entschuldigung bei Herrn Paslik wäre jetzt wohl das Mindeste. Ja, aber es geht weiter. Es geht weiter. Nämlich... Helmut Zernet war Telefonkandidat für Rezzo-Schlauch beim großen Prominenten Wer wird Millionär bei RTL. Gestern aufgezeichnet, das darf man sagen. Es wird ausgestrahlt am Donnerstag. Und wir hatten vorher überlegt, ob man schon ein bisschen was erzählen kann, ohne was zu verraten. Und ich glaube nicht. Man kann nicht erzählen. Man kann auch, wir hatten überlegt, ob man erzählen kann, ob Helmut reinkommt oder nicht. Aber man kann es nicht sagen, denn wer von uns weiß, ob das Genie, das Hirn der grünen Rezzo Schlauch locker 1 Million holt, ohne überhaupt einen Joker zu brauchen. Exakt. Und deswegen kann man auch nicht sagen, warst du dran oder warst du nicht dran. Am Donnerstagabend wird Rezzo Schlauch es auf den Stuhl schaffen und wird er Helmut Zerlett anrufen, um ihm eine Frage zu stellen. Ja, der hat ja auch noch bestimmt viele andere Joker. Eben. Telefonjoker. Donnerstagabend wissen wir mehr. Und das Rezzo Schlauch in dieser Nervenbelastung, Wochenende Parteitag der Grünen. Und am Montag die Aufzeichnung. Und auf dem Grünen Parteitag war auch unser Abgeordneter Dr. Udo Brömme. Er hat einen Exklusivbericht für Sie in Arbeit. Morgen zeigen wir Ihnen sensationelle Details, eine kleine Einstimmung. Die Nation am Scheideweg. Rostock, die Schicksalsstadt dieser Tage. Jetzt kann nur noch Dr. Udo Brömme helfen. Die Grünen in Aufruhr. Senioren am Rande des Nervenzusammenbruchs. Chaoten gefährden unsere Freiheit. Dies und noch viel mehr morgen in Dr. Brömme und das Grauen von Rostock. Der erste Gast hat demnächst eine eigene große Samstagabend-Show auf Viva. Herzlich willkommen, Oliver Pocher. Samstagabend bei Viva. Ja. Wie viel Uhr? Das wissen wir nicht genau, 20 oder 21 Uhr. Wie lange wird die Show sein? Eine Stunde. 60 Minuten. 60